Wie entscheidet sich heute, ob Ernst Strasser für Geld auch seine Freiheit aufs Spiel gesetzt hat? Das Urteil kann gleich bis zu 10 Jahre Haft bedeuten. This is our protest note to the nation of Great Britain. We, the Austrian Friends of Wellstanding, are very angry because our sooner Innenminister Dr. Ernst Strasser becomes the victim of a very bad and unfair intrigue. Me nothing, you nothing, the dignity of an honest people was dragged into the dirt. Of course we are lobbyists, but that means not that we are criminals and punks like the home agents of the British Secret Service sent to our minister in order to destroy his life, that he always addicted to the rights of the minority of the better earning people. We also think of a boycott of British stamps like Burberry, Rolls-Royce or Jaguar if Herr Strasser have to go into prison for a wrongdoing which he really did not done. This is our earnest and you can bet that we are doing it. Enough is enough. We are not amused. Our patience is at the end. Yes. Yes. Enough is enough. Herr Pilmus, Sie haben hier jetzt die Agentenfalle mitgebracht. Was hat es damit auf sich? Die Agentenfalle ist nach den Vorschlägen von Dr. Ernst Strasser, nach diesem Modell einfach nachgebaut. Sie wissen ja, Dr. Ernst Strasser hat ja immer wieder behauptet, dass er den Agenten eine Falle stellen wollte. Und wir glauben natürlich, denn bei uns, bei den Freunden des Wohlstands, zählt immerhin noch die Unschuldsvermutung. Und wie wir letzte Woche bei den Zeugenaussagen ja gesehen haben, erhärtet sich ja diese These mit dem Geheimdienst. Und wir sind deshalb hergegangen und haben diese Strasser-Falle mit einem Team von Spezialisten, mit Physikern und Ingenieuren nachgebaut. Und Sie sehen, sie hat funktioniert. Wir haben bereits einen Agenten darin sozusagen festnehmen können. Und wir sind sicher, dass noch mehr von diesen Leuten in diese Strasser-Falle gehen werden. Scheißagent, ja? Ist Agent. Mein Agent, du! Ernst zu demütigen, lächerlich machen, das Land! Ja, meine Damen und Herren, wie Sie sehen, sind wir hier vor dem großen Schwurgerichtssaal und wir haben vor, auch im Gerichtssaal einige der Geheimagenten zu enttarnen. Uns ist nämlich eine Information zugespielt worden, dass auch bei diesem Prozess einige dieser Leute teilnehmen werden. Wir werden schauen, dass wir sie wirklich auseinanderhalten von den anderen Menschen. Ich glaube, dass es nicht so leicht sein wird, die herauszufinden, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Ja, wir sind die Freunde des Wohlstands. Wir setzen uns für die Rechte der Superreichen ein und haben diese Agenten geschnappt. Wir werden diese jetzt dem Gericht vorführen als lebender Beweis dafür, dass Ernst Strasser unschuldig ist. Er ist einfach ein Opfer dieser Neidgesellschaft und wir kämpfen dagegen. Freispruch für Strasser! Freispruch für Strasser! Freispruch für Strasser! Freispruch für Strasser! Geheimagent! 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 Geheimagent.